Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Rückspiegel im Sommerkabarett. Eine neue Form sozusagen. Es ist so, es gibt ja einiges, das aufgezeichnet wurde von meinen Programmen. Und ich sehe das ganz selten. Ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Und jetzt mal denke ich, will mir das einmal anschauen, auch gemeinsam mit Ihnen in meinem Wohnzimmer hier, meine Lieblingskuscheltiere hier auch vorbereitet. Eine Hommage an das Darwin-Jahr, heuer 2009. Also ein Gorilla, weil die ja gescheiter sind als wir, die sind ja geblieben auf ihren Lichtungen, wo sie den wilden Knofe fressen und sich durch die Gegend furzen, bevor sie aufsteigen. Ja, die waren gescheiter als wir, nicht? Wir Trotteln und müssen aus in die Savanne und Klavier spielen und Wurzelzirgen erfinden. Die sitzen auf einer Lichtung und warten bis aussterben. Daneben der Darwin-Fink, der es nicht geschafft hat, der hat auf die falschen Sachen gesetzt, Entenschnabel, Hamsterbackerl, ist bei vollen Backen verhungert. Aber er hat einen Vorteil, er kann überhaupt nichts, ein Volltrottel. Er kann nicht einmal sterben, dadurch wird er ewig leben und auch den Gorilla und mich überlebt. Wie gesagt, mein Wohnzimmer und wir werden uns gemeinsam einige Sachen hier ansehen, aus alten Zeiten und aus neueren Zeiten. Es beginnt jetzt gleich mit einer Szene, zu der ich ein bisschen was sagen muss. Der Begriff Call, der ist ein bisschen verloren gegangen in der modernen Sprache der jungen Menschen. Naja, wir sind alt, nicht? Also ich zumindest. Wir wissen noch, was ein Call ist. Es hat früher den Begriff Hetz ergeben, den mag ich nicht so sehr, weil die Hetz geht zurück auf die Tierhatz. Wenn man in Wien gesagt hat, da gibt es ein Hetz, sind irgendwelche Leute zerrissen worden von Viechern. Und für die anderen war es lustig. Der Call ist irgendwie netter, nicht? Allerdings versteht man den im Westen nicht so gut, weil im Westen doch der Ernstl zu regieren schon beginnt. Wo bei uns im Osten der Karl sozusagen daheim ist. Aus dem Jahr 1991, aus dem Programm Heimspiel live, der Karl Club. Bild ab. Ist der Karl tot? Ist der heutige Karl vielleicht ein anderer als der unserer Eltern? Ist Politik, Kunst ja überhaupt der Verkehr zwischen den Geschlechtern ohne Karl überhaupt möglich? Kommen postmoderne Hedonisten ohne Karl aus? Wir haben dazu eine hochkarätige Diskussionsrunde eingeladen. Gleich hier zu meiner Rechten Herr Kommerzialrat Karl Kreti. Neben ihm Gewerkschaftssekretär Karl Pleti. Daneben unser lieber Medienkaplan, Kaplan Karl Fiori. Ihnen zu Hause besser bekannt unter seinem Künstlernamen Pater Carlo. Ganz links außen Professor Dr. Karl Karl, Philosoph und Semiotiker. Ja, und neben diesem kompetenten Herrn auch ein Mann aus dem Volk, gleich hier zu meiner Linken, Herr Karl Blunzenreiter. Lieber Herr Karl Blunzenreiter, was sagen Sie zu der Frage, braucht man heute noch einen Karl? Na, aber sicher, aber tausendprozentig, dass man Karl brauchen. So, sowieso, sowieso. Haben Sie ja vorher gesagt, dass ich das sagen soll? Natürlich, jawohl, brauche ich ihn. Karl, jawohl. Ne? Bitte ohne Karl war das alles für die Jette da. Ist nicht das so, ist nicht das so. Bitte auch bei mir persönlich zu Hause. Ja, bei mir zu Hause persönlich, ja. Wenn ich zu Hause bei mir persönlich keinen Karl habe, dann wäre ich zum Rudi. Ja, wenn ich mich da vielleicht gleich direkt einbringen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Vorredner hier nicht versucht, a priori den semiotisch gemeinten Begriff Karl in Semantische zu transferieren, quasi zu vulgarisieren und damit nolens volens unseren weiteren Diskurs unredlich zu präjudizieren. Was sagen Sie, dass ich da machen tue? Was tut der Indizierter da? Was sind Sie vorsichtig, ja? Machen Sie da keinen Karl bei mir, wa? Passen Sie auf. Bitte, bitte, Herr Blunzenreiter, essen Sie jetzt ein Soletti und halten sich etwas zurück. Lieber Kommerzialrat Kreti, darf ich Sie jetzt vielleicht um eine kleine Wortspende bitten? Ja, als Vertreter der österreichischen Industrie kann ich zu dem Thema nur eines sagen. Mehr privater Karl, weit weniger staatlicher Karl, bitteschön, ja? Ich meine, nehmen Sie allein das ÖBB-Defizit, ich habe die Zahlen hier, das ist ja weiß Gott kein Karl mehr. Wir brauchen mehr privaten Karl. Der Staat soll sich auf seine ureigensten Aufgaben zurückziehen, die da sind. Landesverteidigung, Inhaftierung von Warenhausdieben und
Sicherung der Pension für gehobene Wirtschaftskriminelle. Aber den Karl, bitteschön, wollen wir von der Privatwirtschaft uns schon selber machen, wie er immer schon die Risiko- und Unternehmensbereitschaft des freien Unternehmers, des Entrepreneurs, immer schon ein Karl war. Allerdings, und diese Frage steht im Raum wie ein Aktienpaket, wie soll sich die Privatwirtschaft einen Karl machen bei diesen Lohnnebenkosten? Die sind ja, weiß Gott, kein Karl mehr. Ja, bitte, da möchte ich schon mit einer gewissen Deutlichkeit, ja, zum Ausdruck gebracht haben wollen, ja. Mir vom Gewerkschaftsflügel der österreichischen Sozialdemokratie, ja, das möchte ich hier, meine Herren, an dieser Stelle, ja, mit einer gewissen Deutlichkeit, ja, zum Ausdruck gebracht haben wollen, ja. Wir haben immer den Call für den Arbeitnehmer mit Rücksicht auf den Call der Wirtschaft zum Ausdruck gebracht. Das möchte ich, meine Herren, an dieser Stelle, ja, mit einer gewissen Deutlichkeit, ja, zum Ausdruck gebracht haben wollen. Ja. Respektive, habt ihr den sowohl wohlerworbenen als auch bescheidenen Call für den Arbeitnehmer mit Rücksicht auf den Call des Unternehmers zum Ausdruck gebracht? Das wollte ich, meine Herren, an dieser Stelle einmal, ja, mit einer gewissen Deutlichkeit, ja, zum Ausdruck gebracht haben wollen. Ja. Ja, ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen und schauen Sie, solange es in diesem Land eine Sozialpartnerschaft gibt, solange wird es auch einen Karl geben, vor allem für uns, die wir die Verhandlungen führen. Ja, und um diesen Karl beneidet uns ja nicht umsonst das gesamte Ausland. Denken Sie an die tausenden Wirtschaftsflüchtlinge, die täglich über unsere Grenzen strömen, um an unserem Karl zu partizipieren. Herr Kollege von der Arbeitnehmerseite, müssen wir ja mal sprechen, weil billiger sind sie ja, billiger sind sie ja. Bitte, Herr Kommerzialrat, wenn ich da was sagen darf, bitte, wenn ich da was sagen darf. Aber ist es nicht so, die da oben, ja, die da oben, die machen sich den Karl doch immer auf unsere Kosten da unten. Ist nicht das so, ist das so? Nein, war nicht da nicht. Entschuldigung, küsst dich an. Ja, Entschuldigung. Ja, bitte nicht. Naja, war nicht da nicht. Ich würde ja sowas heute aus Arbeitsplatz- und Solidaritätsgründen nicht mehr spielen. Bitte, ich spiele da sechs Leute, ja. Da waren fünf Schauspieler Hockenstadt. Also würde ich heute auf gar keinen Fall mehr tun. Es ist ja so, ich habe in meiner Anfangszeit ja häufig Vielpersonennummern gespielt. Ganz früh schon am Fünfer Club 2. Und mein Freund und Co-Autor, leider schon verstorben, der Wolfi Teuschl, hat dann eines Tages eine Sieben-Personen-Nummer für mich geschrieben. Und zwar sieben Leute in einem Zugabteil. Drei so und einer im Gepäcknetz. Also, das war schon vom Körperlichen her schwer zum Spülen. Die Nummer war fertig zwei Tage vor der Premiere. Ich habe nämlich noch andere Nummern geschrieben, die sind erst am Tag der Premiere fertig geworden. Und die Geschichte auf der Bühne war relativ problematisch, sagen wir jetzt einmal so. Ich habe dann ungefähr gewusst, was da drin steht, nicht wörtlich, und habe dann einfach die sieben Leute eingeführt und war dann völlig weg. Ein Schummelzettel ist auch schwer. Drei da und der oben, also wo hätte ich mir den hinlegen sollen? Ich habe einen braucht, der mit dem Schummelzettel dauernd vor mir steht, aber ich habe gar nicht mehr gewusst, wer wann drankommt. Glücklicherweise hat Wolfgang ein kleines Gedicht in diese Nummer hineingeschrieben. Es ging um den Zug der Zeit. Und dieses Gedicht, das hat mich dann über die Runden gerettet, das Gedicht hieß: Der Zug der Zeit, Herr Jeminge, es ist der Zug der Lemminge. Also, Herr Jeminge hat es deswegen geheißen, damit er sich mit Lemminge reint, weil sonst war das völlig sinnlos gewesen. Weil das Ui Jägerl nahe geheißen hätte, hätte ich gleich abgehen können und mich hinter der Bühne entleiben. Ja, das stammt, diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, stammt aus einer Zeit, es wurde ja vieles nicht aufgezeichnet von meinen Programmen. Weil das war technisch ja wahnsinnig schwierig gewesen. Es war damals eine Aufzeichnung, damals, ja. Da war ja, sagen wir, eine ganze Gossen mit Halteverboten belegt, riesige 40 Tonner, diese Elefanten vom ORF, riesige LKW-Züge sind dort gestanden. Sie haben extra ein Kraftwerk dann zugeschaltet, die Maltertalsperre ist immer geöffnet worden. Und da sind Kabel gelegt worden von Tirol dorthin, weil das alles auf Starkstrom war. Auch diese Kameras, nicht? Ich habe da gespielt in 99-plätzigen Theatern, im Konzerthaus beispielsweise. Und wenn man dort vier Kameras, eine Kamera war so groß wie ein Lieferwagen, ja? Wenn man die vier Kameras dort eingeschüttet hätte, hätte man nur zugeschaut, die Kameraleute. Für was anderes wäre nicht mehr Platz gewesen, für einen Mausern vielleicht. Also haben wir vieles nicht aufgezeichnet. Plus, ich war damals auch so rigid, ich mir dachte, das passiert nur an dem Abend und ich lasse das nicht aufzeichnen. Im Nachhinein tut es dann leid, wenn es das nicht gibt, Gottlob, wurden manche Sachen mit einfacher Technik, mit kleinen Handkameras aufgezeichnet und einige dieser Uraltschmankerln,
möchte ich Ihnen heute auch zeigen. Es war damals noch eine Buntheit auch in meinen Programmen. In der nächsten nicht, aber da in dem Vorigen haben Sie gesehen, ein lustiges, bunt kariertes Sakko. In der nächsten Nummer ist schon ein Vorgriff auf die spätere Grau-Schwarz-Geschichte. Thematisch, es ist so, nach dem Zweiten Weltkrieg war in den USA und in Europa direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg ist ja gleich der Kalte Krieg ausgebrochen. Die Angst vor einem Atomschlag. Und die hat man versucht, den Leuten ein bisschen kleiner zu machen. In den USA hat man gesagt, kein Problem. Wenn die Russen ihre Raketen anschießen, dann merken das die Armee, dann ist Zeit genug, während die fliehen. Die sind ja damals langsamer geflogen, die Raketen. Da haben die Armee so mit dem Feldstecher geschaut. Oh, the rockets are coming, hätten sie gesagt. Make an alarm. Und dann hätten sie einen Alarm gemacht. Und das haben sie dann so beschrieben. Wenn die Bombe kommt, kein Problem. Die Schulkinder brauchen sich nicht fürchten. Da sagt der Lehrer einfach, wenn die Bombe unterwegs ist, duck and cover. Und dann tun die Schulkinder und das Schreibtischerl, nehmen sie ein Mickey Maus Heftel mit, war eine Empfehlung, dass er nicht fad wird, während da der Atompilz aufsteigt, dass sie ein bisschen lesen können. Und dann kann schon gar nichts mehr passieren. Duck and cover. Fortgesetzt hat sich das bei uns. Atom wurde dann wieder ein Thema, viel später, nämlich die Atomkraftwerke. Wir haben dann eh keins gehabt, aber wie das in der Diskussion war, hat man uns versucht zu erklären, dass das eh nicht gefährlich ist, weil man sie gegen diese Strahlen ganz leicht schützen kann. Und es war 1985 im Programm I oder I die Zivilschutznummer. Bitte. Schauen Sie, man wird älter, man wird gescheiter, man hat doch Kinder, man macht sich doch Gedanken. Ne? Man macht sich Gedanken, sagen wir, auch um den Ernstfall. Ne? Und da habe ich mir um den Ernstfall so viele Gedanken gemacht, dass ich mir gesagt habe, um Gottes Willen, du musst für den Ernstfall vorsorgen, du musst einen Zivilschutzkurs besuchen. Und da habe ich einen Zivilschutzkurs belegt, habe ich absolviert auch und ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Ich kann gar nichts sagen, ich war ganz begeistert. Weil wissen Sie, früher habe ich immer direkt eine japanische Angst gehabt vor einer nuklearen Auseinandersetzung. Aber jetzt bin ich vollkommen beruhigt. Ich habe dort gelernt, man kann auch eine nukleare Auseinandersetzung tadellos überleben, wenn man vorsorgt, wenn man zivilschutzmäßig ausgebildet ist. Ich habe dort gelernt, also bitte, man kann natürlich nicht überleben, wenn man direkt im Explosionskern, wenn man drinnen ist, kann man nicht überleben. Aber es soll ein wunderherrlicher Tod sein. Also blitzartig, das ist so schnell. Momentan ist man noch und im nächsten Moment ist man schon einbrennt als Aschenbüdel auf der Mauer. Es soll ganz fantastisch sein, habe ich von den Experten gehört. Also aus erster Hand habe ich es nicht, mit einem Aschenheiferl habe ich nicht gesprochen. Aber was die Experten sagen, wunderherrlich. Aber wie man nicht direkt drinnen ist im Explosionskern, kann man schon tadellos überleben, wenn man sie zivilschutzmäßig auskennt. Weil im Grund gibt es nur drei Sachen, was da gefährlich sind. Drei Strahlen, Alpha, Beta und Gamma-Strahl. Lächerlich. Bitte, beim Alpha-Strahl habe ich gelernt, bei diesem Kurs, beim Alpha-Strahl kann man sich ganz leicht schützen. Ich habe gelernt, wenn der Alpha-Strahl kommt, da halten die uns einfach eine Zeitung vor. Und die Geschichte ist erledigt. Bitte, das Problem ist, dass man das Kleinformat schützt, nur den Kopf-Brustbereich, also der Bossbildbereich ist geschützt. Aber schon die Fingerspitzen warten weg, wenn man so da steht. Vielleicht, wenn man so halten würde, dass nur das Daumenspitzel weg ist. Es ist aber an sich wurscht, weil ab da ist alles weg. Man müsste vielleicht eine Zivilschutzzeitung entwickeln, eine bodenlange Ganzkörperzeitung mit der Alpha-Strahl. Kommt, traut man sich ein, bis das Damenspitzel kann man verzichten und lässt in Ruhe seine Kolumne weiter, da kann man 1,80 Meter Kolumnen schreiben, kann man auch länger lesen. Also der Alpha ist sozusagen ein Lapperl. Der Beta ist Handiger. Er ist Handiger. Aber auch da können wir uns schützen, habe ich gelernt. Ich habe gelernt in dem Kurs, wenn der Beta-Strahl kommt, dann machen wir einfach die Türe zu. Da haben wir Stil zu und der Beta-Strahl muss draußen bleiben. Ich muss einen Schlecker passen. Da kann sich der Stessen draußen. Ein bisschen ein Problem ist, dass man halt immer Tier mit haben muss, wenn man aufeinander geht, damit sie zuschlagen kann. Aber es geht sich sicher aus, in der einen Hand die Zeitung, in der anderen die Tier. Der Gamma.
Der Gamma ist der Schärfste. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Gamma ist der Schärfste. Aber auch da können wir uns schützen, habe ich gelernt. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ich habe gelernt, wie der Gammastrahl kommt. Da schieben wir einfach einen dicken Menschen vor uns her. Sind ja genug Übergewichtige vorhanden. Man muss sich halt rechtzeitig vor dem Ernstfall am Bladenhaberer sichern. Und dann mit der Gammastrahl, dann kommt er und sagt, was, was, Franz, geh du vor, ich pass hinten auf und schieb ihn vor sich her. Ja. Es war natürlich so, es sind in allen meinen Programmen schon in der Frühzeit immer wieder Tiere vorgekommen. Früher war es so, die Reichen, die sind gefahren nach Afrika auf Safari. Und für die anderen, die sich auch gewünscht haben, diese Tiere zu sehen, hat man dann im Machfeld in Niederösterreich, man hat die Serengeti sozusagen ins Machfeld zwischen Deutsch-Wagram und Gensandorf hergeholt und dort platziert. Bitte. Da muss ich eine Geschichte erzählen, das war ein Schock für mich im vergangenen Jahr. Wir haben probiert in Wien das Programm und es ist so in Wien, ich wohne am Stadtrand, aber in Wien, wenn ich bin, fahre ich meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und am Heimweg von der Probe sitze ich in der Schnellbahn und gegenüber von mir liest einer die Krone-Zeitung und ich lese die Überschrift, steht dort Gensandorf geschlossen. Na sehr, was haben wir denn, jetzt haben die Gensandorf zugemacht. Gut, fahre ich halt nach Stuckerau. Bin dann auch in Floridsdorf, wo es sich gabelt, weil mein Zug war Richtung Gensandorf. Bin ich zum Lokführer, viele sage ich, hört, fahr nicht nach Gensandorf. Da ist zu, in der Krone steht's schon. Fahr mit mir nach Stuckerau. Nein, da hat sich nicht beirren lassen. Bin nachher erst draufgekommen, die Krone hat gemeint, der Safari-Park Gensandorf wird geschlossen. Um Gottes Willen, haben wir gedacht. Jesus, Mann, Adiose. Also Erinnerungen sind in mir hochgestiegen, Bilder. Es war ja so, vor Jahrzehnten, als der eröffnet wurde, war ich ja einer der Gästen der ersten Stunde. Mit meinen rostigen, verbeulten R4 damals, mit dem Rauchend, mit den Geschloppen drinnen. War ein heißer Maitag, werde ich nie vergessen, war der erste 8,5 Kilometer Stau im Machfeld. Ist aus dem Weltraum beobachtet worden. Ich glaube, der Juri Gagarin hat gesagt, was ist denn das? Und das Schönste war, dort habe ich so richtig hautnah die Tierliebe der österreichischen Menschen erlebt, die vom Krone-Herausgeber so oft gepriesen wird. Die österreichischen Menschen lieben Tiere, das habe ich dort gesehen. Der österreichische Mensch liebt das Tier. Lieben heißt füttern. Einem in Kittekat in Koda, bis er rollt, bis er die Haxen immer am Boden bringt, bis er die Nieren treißt. Tierliebe ist füttern und Naturliebe ist Rosen machen. So schaut's aus in Österreich. Die Saison schon wieder begonnen. Das erste, was ich gesehen habe, vor mir ist ein Autobus gestanden und der Buschauffeur einen Elefanten so ein Bratl fetten Brot eingeschoben. Ich sage, wie bist du der? Ich sage, schau, wie es ihm schmeckt. Der Elefant ist gleich ein paar Meine gerinnt. Und manche Tiere haben sich auch gerecht. Ein kleiner Elefant hat seinen Kopf ganz in einem Opel Kadett drinnen gehabt. Wahrscheinlich, weil sie mal Klachelsuppen gegeben haben oder Vanille Kipferl. Jedenfalls haben sie dann nichts mehr gehabt, ist er zornig geworden. Hat er so gestempelt mit dem kleinen Auto. Da haben sie recht quietscht im Kadett drinnen. Ja, und dann noch so, nach 4-5 Stunden sind wir doch 10 Meter weitergefahren. Und waren dann im nächsten Gehege und da bot sich mir ein wunderschönes Bild. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich es noch vor mir. Wunderschön. Da ist unter einer Schwarzföhre ist dagegen ein kleines Nilpferd, ein junges Nilpferd, Flusspferd, Küken oder wie das heißt bei den Viecher, Welpe, also ein Geschropp, also ein kleines Nilpferd ist dagegen unter der Schwarzföhre. Weil es war wunderschön. Weil es ist ja so, Sie haben sicher schon so Universumfilme gesehen über Afrika. Da gibt es einen tollen Film über Flusspferde, wo die, so 16:9, wo die Flusspferde aus dem Obango herauskommen. Zuerst sieht man nur diese Nüstern, was ausschaut. Und dann kommen sie raus, tun den großen Schädel so raus. Und das Erste, was machen, ist so. Das heißt, wo ist die Schwarzföhre? Die legen sie am liebsten unter der Schwarzföhre. Ein paar Bockeln drunter, das schön weit.
Und das ist das kleine Nüpferd gegen, und das war Mai, Muttertag war nicht weit, die Leute haben viel Mehlspeis mitgehabt. Und das war bis daher zudeckt mit Mohn und Nussstrudel. Wie so ein Patchwork-Decken ausgeschaut. Auf der Schulter hat schon ein bisschen einen Sonnenbrand gehabt, haben sie einen Topfenstrudel drauf gehabt. Ein Volk von Dermatologen. Also wunderschön. Ja, es war ein. Ein medialer Aufschrei am Boulevard, also wie die Gefahr da bestanden hat, dass der Safari-Park in Konkurs geht. Also das war wirklich, da hat sich der Boulevard wirklich reingekaut. Es ist ja so, schauen Sie, Boulevard, es gibt ja so eine Dreierbeziehung. Boulevard, also in Österreich damals, bis heute eigentlich im Wesentlichen, Kleinformat, Politik und das Tier. Also Kleinformat und Politik, das haben wir auch heute noch. Das ist so eine Wechselwirkung. Kleinformat Politik, Politik Kleinformat, also nachfragen gehen beim Onkel oder sie einen Sanctus holen, das ist ja nach wie vor so. Das dritte ist das Tier. Es ist so, wenn man heute politisch in Österreich etwas erreichen möchte, Kanzler werden oder Minister, dann kommt man nicht ums Kleinformat herum. Also das Um und Auf ist da, man braucht ein Titelfoto auf der Krone mit einem Viech. Also jetzt nicht mit irgendeinem Viech. Nicht mit einer Raupe, das würde es wahrscheinlich nicht bringen. Am besten wäre ein Hund. Also mit einem Hund ist es immer sehr gut. Foto mit einem Hund, da weiß man, der Mann ist kanzlerfähig. Ich meine, darum könnte ich wahrscheinlich nie Kanzler werden. Ich meine, ich mag Hunde. Das ist ja, in Österreich darf man nichts anderes sagen. Wenn man sagt, ich mag Hunde. Am liebsten am Horizont, wenn sie sich von mir wegbewegen. Da habe ich es recht gern. Wenn ich so von hinten sehe, wie so Schweifwedeln am Horizont. Oder im Maul eines Krokodiles verschwinden. Die Hunde. Naja. Aber ansonsten, drum werde ich nie in der Politik landen. Ich komme vielleicht mit irgendwas anderes, mit einer Anaconda um den Hals, die mich gerade erwürgt. Aber da wäre ich nicht Kanzler, weil ich dann tot bin, wenn mir die Augen ausfallen wie Tennisbälle. Nein, das Boulevard, Tier und Politik ist ein Dreieck. Die andere Geschichte ist, die Qualitätspresse hat einen anderen Zugang zu Problematiken. Die Qualitätsmedien, wie damals der noch relativ junge Standard, hat sich ja eher wissenschaftlich mit Problemen auseinandergesetzt. Zum Beispiel anlässlich des Golfkriegs, des ersten Golfkriegs, also wo der alte Bush praktisch. Na, schauen wir uns das an einmal. Anlässlich des Golfkriegs, was damals war. Also Golfkrieg, nicht Golfkrieg, dass sich die Golfer das Zwarereisen über den Scheitel ziehen. Was auch bald passieren wird, ein Golfplatz schließt an den anderen an, die schießen die Kugel um, wollen sie zurückkommen, die geben sie nicht her. So gleich eine Rafferei benannt, oder jeder einen Haufen Prägeln einstechen da. Nein, ich meine, den Golfkrieg, den Krieg am Golf, was damals war, wie wir den Saddam Hussein weltweit eingenusst haben, das war ein interessanter Krieg. Das war der erste Krieg, der eigentlich sich über die Medien hauptsächlich abgespielt hat. Der erste Krieg, der 24 Stunden lang live auf CNN übertragen worden ist. Wenn man da spät heimgekommen ist, hat man nicht Space Night geschaut, sondern Golfkrieg, wie so umeinander fetzen in der Wüste. Das war auch eine Art Papierkrieg, könnte man sagen, weil die Printmedien waren voll drauf. Kriegsbegeisterung vom Boulevard bis zur Qualitätszeitung. Da war zum Beispiel in dieser rosa Qualitätszeitung für Leser, die jetzt 10 Jahre alt geworden ist, die war damals noch recht jung und die Leute haben es auch nicht gelesen, haben es eigentlich nur als Ausweis unter den Arm getragen. Am Weg zur Börse. Da waren in dieser rosa Zeitung für Leser anlässlich des Golfkriegs auf einmal unheimlich viel Büdeln drin. Weil da waren nämlich diese intelligenten Waffensysteme, die damals zum Einsatz gekommen sind, waren da alle abbüdelt drinnen. Ich habe am Anfang geglaubt, ist ein Katalog, weil überall die Preise dabei gestanden sind. Jetzt habe ich aber dann keine Bestellnummern gefunden und man denkt, nein, wird doch ein redaktioneller Beitrag gewesen sein. Und da waren diese intelligenten Waffensysteme alle genau beschrieben, technisch genau beschrieben, wurden aber auch nach ihrer Ästhetik bewertet, wurden rezensiert geradezu. Da gab es damals zum Beispiel einen Bomber, der hat sogar einen Spitznamen gehabt. Warthog hat er geheißen, Warzenschwein, weil er so schier war. Er war wirklich ein schierer Bomber. Also ich mir damals auch denkt, dass man einen Bomber so schier machen muss. Man kennt ja einen Bomber auch ein bisschen fürs Auge, einen Spoiler, einen Strafen oder was auch immer. Einen Katzenschädel im Seitenfenster oder was auch immer. Nein, aber ein Hundschircher Bomber, der war wirklich schier.
Wollten ja viele Piloten nicht frieren damit. Ne? Nein, mit so einem schieren Bomber fliege nicht, haben sie geschrien auf Amerikanisch mitten in der Wüste. Da bin ich da in den Fernsehen mit den Arschlochbomber und wenn ich heimkomme nach Iowa, lach mir die Haare aus, Trotteltepper, damit schieren Bomber bis geflogen, Schleckerpatzel. Wollten nicht und nicht, wollten nicht. Aber letztlich sind sie dann durchgeflogen mit den schieren Bomber, nicht? Weil er unheimlich gut Bomben tut. Nicht? Schierk aber ein intelligentes Waffensystem. Ich meine, die Problematik gibt es auf anderen Gebieten auch. Gibt es auch bei Menschen manchmal, dass einer unheimlich intelligent ist, aber mehr Schierk halt, wie man sagt. Der Vieh ist er ja aber intelligent. Blöd ist, wenn einer schierk und deppert ist. Der kann sich weghauen. Aber naja. Wobei es ja auch Fesch und Deppert gibt. Also wenn ich jetzt die beiden Golfkriege, also Golfkrieg und dann Desert Storm, beides eigentlich Bush-Kriege, ne? Der alte seinerzeit und dann Jahre später der junge Bush, der ja gar nicht so schierig ist, aber dafür halt eher, sagen wir, von der Intelligenz her, sagen wir, eher wie ein Tierschnallen, die was nicht geht. Also wo man ein Deal nicht aufmachen, wobei ein Deal schon relativ was Einfaches ist. Ja, aber da haben wir doch in beiden dieser Kriege haben wir gesehen, diese Intelligent Missiles. Da haben wir ja, das haben sie uns erzählt, das haben wir gelesen, das haben wir die Fotos gesehen und vor allem im Fernsehen haben wir gesehen, dieses Missile fliegt genau dorthin, wo die Kamera hinfilmt. Und dort explodiert es dann. Also eine hundertprozentige Trefferquote. Also ich habe nur solche gesehen, ich habe nie eins gesehen, was daneben geschossen hat, auf einen Kindergarten oder was weiß ich. Nein, die haben alle dort eine, wo die Massenvernichtungswaffen waren. Und das habe ich selber gesehen, ich habe selber zugeschaut im Fernsehen. Nur das Problem dieser Intelligent Missiles ist ja eines, dass sie nicht für eine Wirtschaftsankurbelung sorgen. So kann es nicht gehen. Da müssen wir uns andere Sachen überlegen. Weil schauen Sie, diese Krise, die wir jetzt gehabt haben, die hätte es auch so gegeben, ohne dass diese Blasen da geplatzt wären. Die hätte es auch so gegeben, warum? Weil der Konsum stagniert. Da hat schon stagniert der Konsum. Der stagniert der Konsum, weil die Leute, die was haben, haben schon alles. Also die, die Geld haben, was zum Kaufen, haben schon alles gekauft und dann steht es an. Da kommt nichts Neues, weil nichts zusammengehauen wird. Jetzt stagniert der Konsum und dann bricht die ganze Geschichte zusammen. Das ist so, wie wenn ein Mensch 60, 70 Jahre alt wird. Was willst du einem Menschen schenken, der schon alles hat? So war es damals. Wobei ich ja immer getrachtet habe, wirtschaftsfördernd zu wirken, weil ich quasi ein, sagen wir, politischer Konsument immer war, der getrachtet hat, dass da was weitergeht wirtschaftlich, wie Sie jetzt gleich auch sehen werden. Ich habe alles versucht in den Depressionen. Eine Zeit lang bin ich, oder ich mache es halt noch immer, wenn ich depressiv war, einkaufen gegangen. Man soll es nicht machen. Man soll hungrig und depressiv nicht einkaufen gehen. Weil es ist so, ich bin in der Depression einkaufen gegangen und da habe ich die Sachen heimgekriegt und spätestens daheim beim Auspacken habe ich schwerste Depressionsschübe erlitten wieder. Weil die Verpackungsindustrie von Sadisten dominiert wird, die Sachen so einpacken, als sollten sie nie wieder auspackt werden. Außer mal der Eisensagel, ein Flammenwerfer, eine mehrschüssige Pistole oder Handgranaten. Das ist ja alles so einpackt, dass man es gar nicht aus. Ich packe ja nichts mehr aus. Ich packe nichts mehr aus. Ich tue mir das nicht an, dass ich in eine zweite Depression reingebe. Ich gehe in der Depression einkaufen, dann bringe ich die Sachen heim, packe es nicht aus und schließe es gleich im Keller ein. Da habe ich so ein Lager unten. Wenn sie das in 3000 Jahren ausgraben, werden sie sich fragen, was war das? Ein Elektrogeschäft oder ein Diebeslager? Nein, das tue ich mir nicht an. Wobei ich ja sagen muss, früher, wie die Sachen nur zum Auspacken gegangen sind, habe ich ja auch schwere Niederlagen erlitten. In der Depression einkaufen, dann daheim auspacken. Boah, schwerer Zusammenbruch. Warum? Ich gehöre zu den Leuten, die nennt man in der Fachsprache Early Adopter. Early Adopter, das ist einer, der ganz früh die Sachen kauft, wenn sie ganz neu sind, irrsinnig teuer und noch nicht funktionieren. Also ich tue das in der Endphase mitfinanzieren, als Early Adopter, man könnte auch sagen Trottel, ne? Aber und okay. Grüß euch, Freunde, sind auch ein paar Kollegen.
Das war eine schwere Krise, wenn es uns Trottel nicht gab. Aber. Ja, da hab ich vor Jahren einmal einen ganz tollen Videorekorder gekauft. Da ist gesagt, was der alles kann. So ein Jog-Shuttle-Rad hat er gehabt und Insert-Schnitt, Assemble-Schnitt, was immer das auch sein mag. Ich hab nicht einmal auftragen können. Nicht einmal ein Lichtl, das brennt. Auch die Odel, wenn ich zum Glieren gebracht hätte, war ich schon glücklich gewesen. Ich war aber nachher getröstet. Das war der Videorekorder, den haben sie nachher auf der TU Wien dann getestet. Die wichtigsten Professoren und die gescheitesten Studenten nur, die haben so eingesperrt in so eine Konklave, wie bei der Papstwahl, mit dem Videorekorder. Und dann nach zwei Wochen ist noch immer kein weißer Rauch aufgestiegen. Die haben wir auch nicht auftragen können. Aber und dann ist auch noch nicht so lange her, haben wir einen ganz tollen Videorekorder gekauft. Der war irrsinnig teuer. Den habe ich sogar auftragen können, habe ich schon ein bisschen Freude gehabt. Anstecken haben wir können, auftragen, da hat alles gleich. Und da habe ich auch programmieren können, aufnehmen, abspielen. Außer am Freitag. Am Freitag hat er gesagt, möchte er was aufnehmen. Das, das war schon. Jeden Freitag, Jahrtausende lang, möchte er was aufnehmen. Und er hat gesagt, gut, ja, ist ja wurscht. Soll ich am Freitag er was aufnehmen? Ich kann am Freitag was anderes anmachen. Das war. Soll ich am Freitag eh aufnehmen, war mir recht. Aber sonst habe ich können aufnehmen, abspülen. Drei Wochen, dann war er hin. Bin ich gefahren mit dem Teilen Videorekorder quer durch Wien zu der Servicestelle, habe ihm dort eingetragen, die mich ganz bass angeschaut, wie ein Dieb. Dabei habe ich was gebracht. Mein Videorekorder, ich bin dort hingegangen, ein mürrischer Servicemann hat ihn mitgenommen, ist hinter einer Tür verschwunden. Nach fünf Minuten kommt er zurück und haut mir den Videorekorder hin und sagt, na, da haben sie aber viel gespielt. So, ja, Entschuldigung, mein Videorekorder habe ich gespielt. Vielleicht hätte ich nur als Uhr nehmen sollen. Ich habe dann weiterhin eh als Uhr verwendet. Mit einer falschen Zeit natürlich, weil es ja nicht umständlich ist. Aber seit dem letzten Stromausfall ist kein Problem. Seit dem letzten Stromausfall macht er nur mehr so einen grünen Doppelpunkt. Was auch wurscht ist, weil jetzt haben wir noch einen Sockel vom Philodendron. Meine Frau hat gesagt, der steht zu tief, der hat zu wenig Sonne. Haben wir einen Videorekorder drunter. Ich habe gesagt, der grüne Doppelpunkt wird sicher die Wurzeln stimulieren auch. Und es stimmt, er fährt in die Höhe wie ein Raketenwacholder. Ja. Jetzt habe ich noch ein Schmankerl aus ganz, ganz alter Zeit. Das war damals so. Vor einer Premiere eines Programmes habe ich immer einen Auftrag gegeben aus der Unsicherheit, Requisiten. Wolfgang Preissl, mein Manager, hat besorgt Handpuppen, lebensgroße Bären, Giraffen, Ringelspüler, alles Mögliche. Und zwei Tage vor der Premiere haben wir das alles weggehauen. Und ich habe alles ganz einfach gespielt. Also ein Telefon war so, ein Auto war so. Und Reiten war so, also alles mit einfachsten Mitteln. Oder wenn eine musikalische Nummer vorgekommen ist, in der es auch Rumba-Kugeln gibt, dann war die Rumba-Kugel schicke, 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 schicke. Man sagt nicht Nazi zum Heimatdienstler, nicht Ovenzara zu einem Lebenskünstler. Man sagt nicht halbstark, sondern Punk. Brüderlich helfen sagt man nicht Besetzung, sagt Pressefreiheit nicht Verhetzung, sagt Kettenfahrzeug und nicht Tank. Schicke, 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 schicke. Bub, sprich schön, das schuf mir schon mein Papa an. Schicke, 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 schicke. Bub, gewöhn dir eine noble Ausdrucksweise. Man sagt Aussteiger und ja nicht Sandler, sagt Secondhand-Boutique zu einem Dandler. Nicht altes Graffel, sondern Antik. Schick, 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 schick. Es heißt im Außendienst und nicht Kern, man sagt der gute Ton und nicht Arschgrün. Statt Ladel beißen heißt Politik. Schick, 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 schick. Der gute Ton
Prozeis geklagt, man ist schon ganz verzagt. Wo bleibt der gute Ton? Wo? Dass man stets gestatten sagt, dass die Sprach Krawatten tragt, ganz wie in der Politik. Denn der Ton macht die Musik. Es gibt so viele arme Leute, die keine Hocken haben. Es gibt so viele Loser. Nur die sind nicht wichtig. Und sich um die zu kümmern, bringt nichts. Man muss das Pferd anders aufzäumen. Wenn es den Leuten gut gehen soll, müssen wir uns kümmern um die, die das Geld haben. Das heißt, wir müssen die Shareholder, die Aktionäre bedienen. Bitte sehr. Und damit man auf einen ordentlichen Shareholder-Value kommt, müssen die Betriebe abgeschlankt werden, müssen saniert werden, müssen Lohnkosten reduziert werden. Da gibt es eigene Sanierer. Ein ganz berühmter ist zum Beispiel der Herr Jack Welch. Der hat die General Electric saniert, indem er 400.000 Leute rausgekaut hat. Und sofort ist der Shareholder-Value in die Höhe geschnalzt und die Kurse und die Gewinne. Und der hat dann einen Ehrentitel auch bekommen dafür, Neutronen-Jack, einen Spitznamen. Charmanterweise benannt nach der Neutronenbombe. Wer sich noch erinnern kann, in den 70er Jahren wurde die entwickelt. Die Neutronenbombe ist eine ganz geschickte Atombombe. Ein bagschierliches Atombomberl, würde man sagen. Wenn man das oben hat, sagen wir beim Feind, bei einem Konflikt hat man das beim Feind oben, die haut ganz wenig zusammen, sagen wir nur ein Haus, aber die komplette Bevölkerung. Durch das kann man gleich einziehen. Nicht? Da muss man nicht jahrelang umeinander delogieren oder was, man kann praktisch Bomben oben und die Eierspeise weiter essen praktisch. Weil die Leute sind wegesbestechlich noch da. Und nach dem ist der benannt. Jetzt gibt es auf der ganzen Welt sehr viele Neutronen-Checks, die machen die Konzerne gesund und erhöhen den Shareholder-Value und hauen halt Millionen Leute raus. An sich kein Problem. Das Problem ist nur, dass die rausgehauen dann trotzdem umeinander gingen. Nicht? Dann gingen die umeinander, aber unnötig. Nicht? Gingen umeinander, biegen es groß um. Unnötig, genau für den Arsch. Nicht? Dann atmen sie wieder gut ein, schlecht aus, aber unnötig. Was sollen wir jetzt mit den Leuten machen? Die werden dann wieder dem Staat überantwortet, weil für Soziales ist dann doch wiederum der Staat zuständig. Der hat aber kein Geld. Was sollen wir jetzt wirklich mit den Leuten machen? Gleich heim dran schaut ja auch nichts gleich, nicht so mal von optischen her. Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht könnte der Staat dann so Kühlhäuser bauen, dass man die Unnötigen eingefriert. Also Schockfreezing, schon, dass die Zellen nicht zerreißt, dass er nicht wie ein Fleischlaberl rauskommt, wenn man wieder auftaucht. Dass man die eingefriert, dann schlägt man es ein wie die Forellenfilets. Weil der Vorteil ist, als ein Eingefrorener, da gingen sie nicht umeinander, biegen kein Gras um und sie atmen auch nicht. Man hat es aber doch in Reserve. Nicht? Wenn irgendwas Gräbers war, dass ein Meteorit einschlagert oder was, nicht? Dass viel Erdarbeit zum Machen war. Wenn man Thermostat auf dran. Da hat's auf, kommen, wischen sie das Tautreppel an, beim Ausgehen kriegen schon einen Krampf mit der Hand und tigern sie schon rein. In die Kneten, da verdienen sie auch ein bisschen was, können was konsumieren, kaufen sie ein Moped, dann Ghetto-Plaster und dann wieder zurück, ein ins Kühlhaus eingefroren. Der Vorteil ist also, ein Eingefrorener, da altern sie auch nicht. Das ist heute unser größtes Problem. Die Leute werden immer älter und die Alten werden immer mehr. Die werden ja nicht hin heutzutage. Eine Katastrophe, bitte. Ne? Das Problem ist die Alterspyramide. Die war früher so, auf einmal steht die am Spitz. Und der geschraubt da unten sagt, ich bin nicht deppert, dass ich anzahle wie der Wagehund für die ganzen Schafsbutten da oben. Da hau ich doch das Hütlein darauf. Das Interessante an der heutigen Krise, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass man vorher noch schnell Loser auch zu Shareholdern gemacht hat. Und da hat man es noch schnell zu Shareholdern gemacht, ganz zum Schluss, und hat man das letzte Gerstl auch noch weggenommen. Das waren diese Zwangsbeglückungen aus dem Schüssel-Ära 1 und 2, diese dritte Säule, die private Vorsorge, diese Säule, die dann auf einem Möckstockerl zusammengeschrumpft ist. Aber mir hat mein Finanzberater, der hat mich getröstet, der hat gesagt, seien Sie jetzt nicht nervös. Also, eins wäre jetzt ganz blöd, Herr Resetaris, hat er gesagt, jetzt in der Krise wäre es blöd, das Vertrauen zu verlieren. Jetzt muss man ruhig bleiben. Jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben, hat er gesagt. Wie, hat er gesagt, ich muss ruhig bleiben. Jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben, so wie bei den Depperten. Jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben. Jetzt müssen wir nicht in die Hose Kacke machen. Jetzt müssen wir schön essi. Jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben, hat er gesagt.
Und ich sage Ihnen eins, hat er gesagt, Herr Residalitz, in 25 Jahren reißen Sie noch die Papiere aus der Hand. Sag ich, in 25 Jahren kannst du mir alles aus der Hand reißen. Da reißt er dir die Hand schon. Ich meine, damit es nicht ganz so einfach. Nein, nein, aber ich werde da ein Kreidel reinmachen. Ich schaue, dass ich fit bleibe, wenn ich das erlebe, dass ich mich noch halbwegs wehren kann. Und ich habe da vorgesorgt. Bitte achten Sie. Mit dem Alter ist es so, das Alter kommt und geht aber dann nie wieder weg. Das ist das Problem. Daher soll man rechtzeitig vorsorgen, solange man noch bei Kräften ist und solange man noch rüstig ist, soll man sich ausstatten. Weil schauen Sie, ich lasse mich nicht in diesen Konflikt hineintreiben mit den Jungen. Nein, ich will den Jungen nichts wegnehmen, im Gegenteil, ich will ihnen was geben und ich möchte ihnen auch nicht zur Last fallen. Daher muss ich rechtzeitig, solange ich noch kann, vorsorgen, damit ich denen nicht zur Last falle. Muss man mit Utensilien mich ausstatten, absichern und da habe ich einiges mir jetzt schon begonnen zu besorgen. Ja, beim Eduscho habe ich sehr viel gekauft. Bei dir haben sie eine Aktion gehabt, früher im Winter, so Wärmer. Pulswärmer, Ellbogenwärmer, Schulterwärmer, Hüftwärmer, Kniewärmer, Knöchelwärmer. Haben wir alle Wärmer gekauft. Mir sind es noch ein bisschen zu warm. So habe ich es in den Kartons drin lassen, im Keller gestapelt. Bevor sie meine Frau scheiden lassen, habe ich mir jetzt sperren lassen bei Meduscho. Aber wenn ich was brauche, stehe ich mich schon hin mit der Sonnenbrille von Eingang. Und wenn einer einige werden, immer wieder ein Bugelkratzer 10 Euro stehen. Ich habe außerdem was viel Besseres entdeckt. Ich habe einen Seniorenversandkatalog entdeckt. So dick. Die tollsten Sachen sind da drin, die ich noch nicht brauche, aber ich werde sie brauchen. Muss ich mir prophylaktisch einkaufen. Tolle Sachen. Alles 4 bis 5 Mal so teuer als im normalen Handel. Aber es ist auch richtig so. Die sollen ja das Gerstl nicht mitnehmen in die Gruft. Die sollen sie ja unter die Leute bringen. Soll ja was weitergehen. Da habe ich mir tolle Sachen gekauft. Unter anderem diesen Sicherheits-Seniorenstock, der ganz einfach aussieht, aber sehr viel kann. Ich brauche ihn ja jetzt noch nicht. Also ich kann ihn zusammenklappen, habe ihn im Brusttaschel drinnen und wie das Knie wegbricht, bin ich schon wieder auf der sicheren Seite, wie man sagt. Und der hat ganz tolle Features, wie Sie auch gleich sehen werden. Da haben wir hier vorne zum Beispiel diese Beleuchtung hier. Tun Sie bitte nicht direkt reinschauen, ist ein Xenonlicht, brennt gleich ein Loch in die Iris. Steht auch in der Anleitung. Bei den Seniorenparkern ist immer so ein großes Plakat drin, da steht ganz groß: Brille aufsetzen, Betriebsanleitung lesen. Da steht drin, beim Seniorenwandertag nicht den Nachbarn ins Eigel leuchten, dann brennt man am Sause. Und jetzt haben wir vorne hier dieses Licht. Aber auch in der Gegenrichtung, wenn Sie sich bewegen, sind Sie auch auf der sicheren Seite. Es kann praktisch überhaupt nichts passieren. Es kann nichts passieren, denn der sich annähernde Autofahrer erkennt es als Auto. Reduziert auf einen 50er und schießt dann halt mit einem 50er. Früher sind sie ja oft auskommen, die alten Zauseln. Weil sie sich dunkel gekleidet am Wegesrand herumgedrückt haben. Jetzt hat man doch vorn und hinter Zuscheiben, also da. Ich drehe das jetzt ab, bevor sich jemand verletzt. Und das hat noch ganz tolle Einrichtungen. Hier zum Beispiel haben wir dieses leichtgängige Pillenfach für die lebensnotwendigen Tabletten drinnen. Ja, das soll nicht passieren. Man ist nicht mehr imstande, sich zu bücken, man ist komplett steif. Lebensnotwendige Tabletten am Boden, was kann man machen? Man kann es mit Stecken durch die Wohnung treiben und stehend ein Pangel reißen. Oder man kann sie dazulegen, sie einnehmen und eine Woche später liegen der Pangel reißen. Also, ich kann doch den Spagat einstweilen, daher kann ich mir es noch aufheben und kann es wieder einstecken. Aber wie mir das passiert ist beim Testen, hat man gleich gedacht, na, da brauche ich noch ein Utensil aus dem Katalog. Und da habe ich gefunden, auf Seite 16 im Katalog, ich bin schon sehr alt und krank und kann mich nicht mehr bücken, aber die lebensnotwendigen Tabletten sind mir auf den Boden gefallen, Greifzange. Wo man das so von oben aufnehmen kann und da ist man wieder gerettet. Und da steht in der Anleitung drin, nicht auf den Boden legen, die Greifzange, gell? Da wäre es auch wieder sinnlos. Da kann man sich von oben die Pendel... Ja, das habe ich alles
was habe ich mir dann noch besorgt? Es sind sehr viele Sachen, das wieder das Nächste sein bei mir, mit meinem Kreuz, dass ich mich nicht mehr bücken kann. Also das ist, steht demnächst bevor. Es gibt sehr viele nie wieder bücken Utensilien, zum Beispiel die nie wieder bücken Klo-Tabs, die kann man so stehen, Klangs einwerfen in die Muschel, dann schäumt der Urinstein auf. Wenn man es daneben hat, frisst es Löcher in die Fliesen. Steht auch in der Anleitung, nicht lutschen. Er tut sehr viel Kalk in dem Bereich, dann schäumt es auf wie ein Schaumspitz. Ein Windstoß tragt ihm davon, rennst mit einem leeren Kragerl umeinander. Da muss man aufpassen. Ja, das habe ich dann, habe ich mir noch besorgt, die Senioren-Möbelroller. Wenn man doch als greiser Mensch oft den vierteiligen Kosten ein bisschen verschieben möchte. Früher oft gescheitert, heute aber die Möbelroller, tut man es drunter, dann quart man so auf, dann fällt er drüben runter. Nach vier Stunden hat man auf die vier Rollen drauf, hat aber vergessen, wo man hinschieben wollte. Naja. Ja, ich möchte Sie jetzt aber nicht traurig entlassen. Ich habe oft den Fehler gemacht in Programmen, dass zum Schluss dann so oben geht, dass so Weltprobleme gewälzt werden und traurige Sachen passieren und die Menschen dann fortgegangen sind, weinend aus meinen Programmen. Das möchte ich heute vermeiden. Ich möchte weit zurückgreifen in meine bunte Schaffenszeit. Es war damals ein Grillparzerjahr und das ist eigentlich bei uns jedes Jahr ein Grillparzerjahr. Man heuer sind doch andere, aber als Basis ist immer ein Grillparzerjahr. Unser einziger Klassiker, den lassen wir nicht aus. Man heuer ist noch das Händlerjahr, also da habe ich eh schon gesagt, vielleicht ab und zu am Sonntag, man kann so bochen oder mit einem Salat oder wie auch immer, kann es auch Georg Friedrich nennen. Und als Tipp zum Händlerjahr, wenn Sie Probleme haben, wenn Ihr Batteriehuhn keine Eier mehr legt, nachschauen einmal, ob die Legebatterie vielleicht schwach ist oder vielleicht das tauscht gehört oder umsteigen auf Freilandhändler. Ja, und Heidenjahr ist heuer auch. Und Heidenjahr hat schon sehr gut funktioniert im ersten Quartal. Sehr viele Austritte. Heidenmäßig brauchen wir uns nicht beklagen. Aber Grillparzer, ja. Grillparzer, denk an meine Mittelschulzeit zurück. Literaturpflege, 6., 7. Stunde, wo schon die Fleischfliegen, die zuerst noch gegen die Fenster geflogen sind, hat auch einen Hut schon drauf gehabt, ist am Boden umgegangen. Und wir sind gesessen und haben Grillparzer mit verteilten Rollen gelesen. Da sind wir in der Früh schon so, heute lesen wir wieder einen Grillparzer. Da sind wir oft krank in die Schule gegangen, oft mit schwerer Grippe. Nein, heute ist Literaturpflege, da gehen wir Grillparzer lesen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Ja, und wir Österreicher sind ja an und für sich ein Volk der Dichter und Sänger und auch der Innovatoren. Und jetzt habe ich das mit meinem Co-Autor damals, Fritzi Schindlecker, auch bedacht. Und wir haben uns im Grillparzer Rahmen und Dichter und Sänger, Innovatoren, das ist ja untergegangen über die letzten Jahre. Wir haben die meisten Sachen haben wir Österreicher erfunden. Wir haben sehr viele Sachen erfunden. Ich will jetzt gar nicht alles von Schiffschraube und was weiß ich, aber denken Sie an den Doppler. Nicht? Also jetzt nicht den gleichnamigen Effekt, sondern nein, dieses Gefäß von Karl Doppler, was diese Doppelliterflaschen erfunden hat, wo man früher zwei Einzelflaschen, also das war ein Durchbruch, da haben sie auch in Bordeaux geschaut, die waren auch neidisch. Also, aber wir waren auch sonst. Auf dem Fastfood-Sektor möchte man glauben, da sind wir nirgends, wir waren doch vorne, bitte. Das Grammelschmalzbrot war bei uns schon in aller Munde. Da hat der Earl of Sandwich noch vom Wecken abbissen und keine Ahnung gehabt davon, dass es einmal flach gestrichene Brote geben wird. Oder denken Sie an das Burenhäudl, dem wir diese Hommage gewidmet haben. Bitte. Es ist ein schöner Stand, den ich die Ehre wohl habe, als Pächter zu betreiben. Den Schurz gegürtet, frohen Muts, werf ich in aller Früh schon den Propangasofen an, um dann im dampfend heißen Bad des Hochquellwassers zu garen, das im Darm geborgene Schweinebrät.
das nach geheimster Rezeptur an wohlverschwiegenen Orten bereitet ward von vorbestraften Metzgern. Nun gilt die Garzeit peinlichst zu beachten. Nicht platzen soll das prall gefüllte Häutel und kränken so des Kunden Aug und wohlgeschulten Gaumen. Manch junger Heißsporn gar zu übern Daumen und treibt damit die Kundschaft hin zu des McDonalds üblen Burgern. Ist der Prozess des Siedens abgeschlossen, entfaltet sich erst voll des Würstlers Kunst. Die heiße Hasse gilt's nun zu kredenzen und so, dass sie dem Kundenwunsch entspricht. Soll fein zerteilt sie sein oder im Ganzen sich schmiegen in die schwielige Faust des Connoisseurs? Soll Mautnersenf das dampfend heiße Mahl begleiten? Süß, scharf, aus Krems, aus Estragon. Soll etwa gar der frisch gerissene Krähen die Tränen dem Auge entringen und im Verein mit feurig rotem Pfefferonis den Magen-Darm-Trakt sanft in wildes Schwingen bringen? So weit, so gut. Doch muss ich nun die heikle Frage stellen, welch Beilag soll sich denn zu dieser Wurst gesellen? Schwer fällt die Wahl, denn hier in diesen Landen füllt Bauernkraft, verbunden mit des Bäckers Fertigkeit, das Körbel voll mit den absonderlichsten Gaben. Das Brot, gesäuert, keine welschen Fladen, das Scherzel fordernd des Genießers Zahn. Die Stangerl resch und wohl bestreut mit Monopolsalz heimischer Salinen. Und erst der Bäckerlübke Vielfalt. Vom Dinkel reicht sie bis zum Kümmel, vom Sesam bis zum Würzgen spitz des Korns. Sei's drum, dies alles fügt sich trefflich gar zur schon beschriebenen schweinsfeldschwangeren Wurst. Es ist möglich, dass in Sachsen und beim Rhein es Leute gab, die auch schon Würste brieten. Allein, was Not tut und was Gott gefällt. Der rechte Senf, die wohlverschierte Flachs. Da tritt der Österreicher hin vor jeden und spricht: Lasst doch des Burenheidl sein und macht's an strammen Max. Ja. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Es ist noch nicht ganz zu Ende. Ich muss nur erstens einmal mich bedanken, mich verabschieden. Es ist dann zu Ende. Es kommt jetzt ein Schlusslied. Und die Tradition meiner Schlusslieder war so, dass die sehr gedankenschwer waren und wirklich so, ein bisschen was zum Nachdenken halt. Und wir haben dann ein Lied verfasst, das Sie jetzt dann gleich hören werden. Da hat es Probleme gegeben. Von dem Duktus des Liedes her haben die Leute das so genommen, wie bisher die Schlusslieder waren, und sind manche erst in der letzten Strophe draufgekommen. Das heißt, wir haben ihnen ein bisschen geholfen, wir haben so eine bunte Lichtgirlande ums Klavier gegeben, dass draufgekommen sind, dass das jetzt ein bisschen ein anderes Lied war. Bitte, das Schlusslied. Leise geht der müde Clown ins Abendrot. Und die Bühne wirkt so öd, so leer, fast tot. Ja, weiß Gott, ich hab für euch gespielt. War euer Narr, war eure super Zeit im Bild. In Herzen und nur noch Melancholie. Trotz aller Schmerzen fühl ich eure Sympathie. Das macht betroffen.
Und erst wenn's aus ist, dann wird richtig gesoffen. Aber zuerst singen wir nur ein Lied. Fürs Gemüt, fürs Gemüt, fürs Dankeschön. Vielen Dank.